Dieser kleine Junge hatte schon immer einen Traum. Und zwar wollte er einmal zum Europameisterschafts- oder Weltmeisterschaft spielen. Wir gehen zusammen, du und auch ich und der Kleine. Weil der wäre ziemlich stolz und der würde sich ziemlich freuen. Zum Europameisterschaftsspiel Deutschland gegen Dänemark. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Paul ist auch mit dabei. Was geht ab? Was geht ab? Wir sind jetzt schon in Dortmund, aber ich will euch die Anreise nicht entgehen lassen, weil die war doch ein bisschen recht emotional. Leute, ich sag euch ehrlich, der Tag heute. Also ich bin krank aufgeregt. Kommentator, du musst jetzt sagen. Naja, wenn die nach Berlin schalten. Tor in Berlin. Ich geh weg. Ich geh gucken. Tschüss, mein Engel. Hab ich damals als kleiner Butschi, war das ein Traum von mir oder nicht? Sag. Kann ich dir sagen, ich bin nicht dein Vater. Oh, Junge, Alter. Und damit, was geht ab, was geht ab? Ich bin wieder euer Like Jerry. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen. Da ist sie zu die Tür und ich bin auf dem Weg nach Dortmund. Ja, wer ist denn da? Hör mal, was geht denn da, mein Engel? Wo fahren wir hin heute, Paul? Nach Dortmund. Was machen wir denn in Dortmund? Was machen wir denn da? Leute, für die Leute, die es natürlich nicht verstehen, das ist Erik Paul, mein Engel, mein Bruder, mein Bär, mein Esel. Und das ist der Papa. Wir kennen uns jetzt seit wie vielen Jahren? Ich glaube, da war Erik 3 und ich war 5. Und wie lange träumen wir davon, ins Stadion zu gehen? Schon immer. Ist unser Traum. Unser Traum. Wir leben jetzt unser Traum. Hallo, sag doch tschüss, dir Papa. Nein, krieg ich ein Küsschen vom Papa. Tschüss, mein Engel. Tschüss, von mir schon. Es geht los, wir fahren nach Dortmund. Kauft er sich jetzt am Bahnhof noch das Trikot oder was? Zieh doch einfach an jetzt einmal. Leute, wir sind am Gleis. Wir steigen ein in den Fanzug. Schön ist es aber. Zu eng? Ja, großer. Da hast du ein bisschen zugelegt am Bauch, sag ich dir so, wie es ist. Ich glaube es nicht. Eine Stunde Verspätung. Aber auch die Deutsche Bahn konnte uns nicht hindern. Wir sind in Dortmund, Freunde. Wo ist der rote Teppich jetzt aber? Wo schnell zu McDonald's und dann abfahren. Rein ins Hotel. Ganz schnell schlafen. 100% kann ich schlafen. Niemals, niemals kann ich schlafen. Wie viele Stunden sind noch bis zum Spiel? 20. Noch 20 Stunden geht's los. Dortmund, was geht denn ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Heute frisch aus der Trainerkabine, Erik Paul. Einen wunderschönen guten Morgen, wie geht's dir? Wir machen gerade Analyse, weil wir wissen nicht ganz genau, wo wir sitzen. Deswegen, also, was denken wir? Wo sitzen wir? Hier ist die Südtribüne. Südtribüne? Hier ist die Seite. Welche ist denn die Seite? Da, wo wir sitzen. Ja. Ich bin der Meinung, hier ist so, also nicht VIP, aber hier ist die VIP-Bank und sowas. Also hier ist VIP? Dann kommt hier, wo die Dortmund-Fans immer sind. Ja. Also willst du mir sagen, dass ich heute vielleicht mit Olaf Scholz die Hand schütteln kann? Kann wirklich sein. Geil, Leute, es geht los! Oh, Bernas Dias, Senior, ich putze gerne ihre Schuhe. Leute, wir haben uns in Schale geschmissen. Der Plan ist jetzt wie folgt, wir gehen jetzt in die Stadt, wir gehen was essen und dann gehen wir natürlich zum Fanmarsch. Sei ehrlich, komm, bist du aufgeregt, komm, sei ehrlich, jetzt Skala 1 bis 10. Wie ist deine Nervosität jetzt? 6. 6? Digga, ich bin auch gerade mal bei 5, easy. Kein Problem bei mir gerade. Ich kann mir so in die Hose. Blockt das Spiel natürlich mit dem Handy, weil ich bekomme was? Lass mal in den Keller gucken, wie er da noch heute so ist. Ich habe noch jemanden eingeladen, nur für euch und für mich. Ich vlogge das Spiel heute mit dem Handy, weil ich meine Kamera natürlich nicht mit reinnehmen darf. So, wir sind jetzt beim Essen. Was sagst du heute? Dein Tipp jetzt. 2-0. 2-0 Deutschland? Musiala trifft und Füllkrug. Füllkrug und Musiala trifft? Nach Einwechslung Füllkrug. Weil er wird nicht von Anfang an spielen. Schlotterbeck wird von Anfang an spielen. 2 Tage sperrt. Und ich sage dir, er trifft sogar. Schlotti macht Kopf. Also, du brauchst auch noch dein Ergebnis. Ergebnis sage ich 3-0 Deutschland. So, wir sind auf jeden Fall jetzt beim Essen wieder raus. Und ich sage euch ehrlich, das Spiel ist um 21 Uhr. Wir haben jetzt 16 Uhr. Dortmund in der Innenstadt, cool. So Leute, wir sind natürlich auf jeden Fall hier. Hier, es ist so krank. Hier gehen sie auf jeden Fall los. Hier ist der Fanmarsch, dann gleich um 17 Uhr zum Stadion. Hört mal. Ist doch kein Verbrechen. Dabei, beim Fanmarsch, und ich sage euch ehrlich, vielleicht müssen wir noch weiter vor, aber hier gerade jetzt, wenn ich ehrlich bin, ja, ist wie wenn sie jetzt gerade alle zum Zeugnis laufen und die Abiturzeugnis abholen.
Ist jetzt noch nicht so stark, sei ehrlich. Kannst du die Kamera? Ja! Ich mach doch nur auf den Kopf. Also wirklich. Wir sind drin, wir sind im Stadion. Warte mal, jetzt hör doch mal auf, wenn wir so eine schlechte Laune gleich mal hier zu verbreiten. Dann bin ich verrückt. Erik ist wirklich, ich sage euch ehrlich, die letzten 10 Minuten die ganze Zeit so, ah, ich weiß nicht, ob das Ticket funktioniert, ich weiß nicht, ob das... Wir sind doch drin, wir haben doch gerade das Ticket benutzt. Sind wir nicht drinnen. Gut, wir gehen rein und treffen uns gleich am Platz. Ja, wir sind drin, Leute. Wir gehen jetzt mal unsere Plätze schnell suchen, weil wir haben noch keine Ahnung, wo wir sitzen tatsächlich. Wir sitzen einfach hier, oder was? Sitzen wir hier? Hier sind unsere Plätze. Niemals, Junge. Ja, was ist denn los, Paul? Ich dreh völlig am Rad. Ja, Leute, das war's. Absolut Gänsehaut. Oh mein Gott. Heute 3-0 am Tag. 3-0 Deutschland. Und Schlotti macht eins. Schlotti wird eins machen. Jetzt kommt einfach die deutsche Hymne. Junge, jetzt geht's. Wir haben jetzt ungefähr 22 Minuten gespielt oder so. Dänemark macht echt krass gut Druck gerade. Deutschland hat zum Anfang echt gut gespielt. Aber jetzt gerade ein bisschen gut gefährlich. Ja, Pause wird abgebrochen. Das Spiel wird abgebrochen. Das ist einfach zu krass, so Unwetter. Komm, Junge, guck dir das mal an. Das ist so heftig. Okay, kurz Pause. Leute, es ist einfach Spielabbruch. Und guckt euch die Dänen an, Digga. Die tanzen da einfach im Wasserfall. Es ist so krass, es ist so unfassbar. Es ist einfach kurz Spielabbruch. Geh weiter, ja! So muss das sein. Let's go! Let's go! Wow! Keine Ahnung, wer das ist. Aber cool ist es. Es geht weiter. Rauf auf den Platz. Ich hoffe, ihr habt die Schwimmtüte dabei und das Gummiboot. Weil ich glaube, es wird jetzt lustig. Zumal. André, stark! Wir gehen in die Halbzeit. Deutschland, Dänemark. Leute, eigentlich sollte die zweite Halbzeit angepfiffen werden, aber einfach wieder Gewitter wahrscheinlich über uns. Deswegen wird Halbzeit schon wieder nicht angepfiffen. Kann doch nicht sein. Okay, Leute, es geht weiter. Gute Entscheidung. Sehr, sehr gute Entscheidung.
ihr müsst jetzt, aber ihr müsst! Ich sag dir so, wie es ist. Ich wollte eigentlich nicht mehr vloggen. Ich wollte erst vloggen, wenn wir im Hotel sind. Aber das, Leute, wir haben den Kampf verloren gegen den Regen. Dortmund hat uns heute nochmal in die Knie gezwungen. Ganz schnell nach Hause. Wir sind jetzt an der Bahn. Duschen und tschüss. Leute, ich sag euch so, wie es ist. Es ist vorbei. Wir sind im Hotel. Wir sind im Trocknen. Wir waren duschen. Ich weiß nicht mehr, was ich zu dem Tag sagen soll. Das ist verrückt. Ich glaube, ihr habt genug gesehen. Genug Emotionen. Genug, was da passiert ist. Also, ja. In einem Spiel Deutschland so viel erlebt, wie keine Ahnung was. Und denkt dran, am Ende des Jahres will ich 100.000 auf diesem Kanal hier erreichen. Ich schaffe es mit euch, sage ich euch so, wie es ist. Ich muss öfter zu so Spielen gehen, glaube ich. Wenn euch auf jeden Fall das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten will ich noch sagen, Leute, denkt immer dran, wer sich Like Jerry reinzieht, hat dann Leben gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann. Ciao.